Ja, wir warten gerade noch auf die zwei letzten Mikrofone. Wir müssen sie dann ein bisschen rumgeben. Ich hoffe, das ist kein Problem. Aber ganz zu Beginn, ich nehme an, die Slides werden dann noch aufgeschaltet von Plenty. Herzlich willkommen zu diesem Podium. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute hier sein darf an diesem tollen Nachmittagabend und mit unseren tollen Gästen, die sich auch gleich selber vorstellen werden. Als Überleitung, also eben herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Plattform und zu diesem tollen Launch-Event. Ich bin sicher, es werden in Strömen Vereine auf diese Plattform kommen und das wird ein voller Erfolg werden. Das Stichwort Verein ist auch für mich eine gute Überleitung, denn ich bin selber hier eigentlich als Vertreterin oder über einen Verein zu Plenty gekommen, nämlich vom Verein Discuss It. Sven, mein Kollege, ist heute auch hier mit mir. Wir sind bei Discuss It, ein Verein von jungen Berufsleuten, Studentinnen, die sich für die politische Bildung von Schülerinnen und Schülern einsetzen. Wir haben jedes Jahr hunderte von Podien mittlerweile an Schulen in der ganzen Schweiz und wir versuchen so etwas zu der politischen Bildung beizutragen. Genau, also falls Lehrpersonen hier im Raum sein sollten, die das interessieren könnte, dann meldet euch gern bei uns. Wir haben natürlich auch schon ein Konto auf Plenty erstellt. Genau, ich weiß nicht, das scheint es leicht zu sein, sehr gut. Genau, das bin ich. Mein Name ist Florina. Ich bin eigentlich wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Bern Fachhochschule Wirtschaft in Bern und meine Schwerpunktthemen sind Digitalisierung im öffentlichen Sektor. Und wir beschäftigen uns, also wir versuchen eigentlich den Gemeinden und den öffentlichen Institutionen in der Schweiz unter die Arme zu greifen, wenn es um die Verwirklichung von Digitalisierungsvorhaben geht. Und es ist mir wirklich eine Freude, heute hier zu sein und zu diesem Thema Digitalisierung im gemeinnützigen Sektor zu diskutieren. Bevor wir zu unseren Gästen kommen, einfach ganz kurz ein paar Slides zur Einführung ins Thema Digitalisierung im gemeinnützigen Sektor, dass wir alle etwas auf dem gleichen Stand sind. Wir haben jetzt gerade ein tolles neues Tool oder eine tolle neue Plattform miterleben dürfen und vielleicht einfach kurz zum Thema Digitalisierung. Was hat denn die Digitalisierung eigentlich für Auswirkungen allgemein vielleicht, dass man sich das dann auch vorstellen kann, wie es im gemeinnützigen Sektor aussieht. Grundsätzlich kann man sich überlegen, wie es denn auf der Makroebene aussieht. Welche Veränderungen gibt es da? Also es gibt natürlich die Möglichkeit, neue Geschäftsfelder zu erschließen oder neue Geschäftsmodelle. Auf der Meso-Ebene kann man sich vorstellen, dass es Einfluss auf Vernetzung und Dialog zum Beispiel hat und auf der individuellen Ebene natürlich die Kommunikation auch stark verändert und vereinfacht. Jetzt für gemeinnützige Organisationen gibt es verschiedenste. Ich bin sicher, viele von Ihnen hier im Raum, die auch in gemeinnützigen Organisationen tätig sind, haben auch Erfahrungen damit gesammelt, aber grundsätzlich hier so ein bisschen einen Überblick, welche Felder es denn so tangieren könnte. Also wir sehen hier zum Beispiel, es hat natürlich Veränderungen, die Digitalisierung hat Effekte auf die Beziehungen, die Vereine untereinander mit freiwilligen Mitarbeiterinnen haben, aber auch untereinander zwischen verschiedenen Vereinen. Es hat natürlich Effekte auf die Rekrutierung von Freiwilligen, auf die Erreichung, die Effektivität und die Effizienz der Zielerreichung und so weiter. Und natürlich auf den Finanzierungsmix, wo Plenty auch mit reinspielt. Dann möchte ich nur noch kurz als Diskussionseinstieg diese Grafiken zeigen. Ich hoffe, man kann es jetzt lesen, weil es ein bisschen grün zu sein scheint. Kann man vielleicht nicht ganz alles sehen, aber bei dem blauen Balken im Prinzip, was man hier sieht, was ich spannend finde, ist, das ist eine Erhebung von Stiftung Schweiz, die glaube ich von 2021 ist, wo gemeinnützige Organisationen gefragt wurden, ja, wie sie denn eigentlich Spenden sammeln oder welche Kanäle sie für das digitale Fundraising denn brauchen. Und man sieht hier eben, dass klassischerweise immer noch die meisten Organisationen die eigene Website eben brauchen, aber in Zukunft gerne vermehrt zum Beispiel auf Social Media setzen möchten. Und was ich persönlich wirklich eine sehr tolle Grafik finde für den Einstieg, ist diese hier, wo man eben sieht, ja, wie viel Geld nehmen denn gemeinnützige Organisationen überhaupt ein auf digitalen Wege. Und was man hier sieht, ist, dass eigentlich über ein Drittel aller Befragten hier angibt, dass sie weniger als 5% ihrer Spenden digital einnehmen. Also das hat mich persönlich doch
ziemlich erstaunt und es nimmt mich dann natürlich auch Wunder von unseren Gästen, wie das zustande kommt oder woran das liegen könnte. Und schlussendlich noch hier die Antworten der Befragten, was denn so die Hürden sind, warum sie denn nicht mehr Geld einnehmen oder warum sie nicht stärker auf digitales Fundraising setzen. Und was ich spannend finde, ist, dass hier vor allem die Strategie oder fehlende Strategie sowie die Kompetenzen im digitalen Raum eine Rolle zu spielen scheinen. Aber damit möchte ich jetzt überleiten in die Diskussion und dafür möchten wir natürlich auch unsere Gäste zuerst mal kennenlernen. Und ich gehe hier gleich auf die Übersichtsslide, wo alle Gäste nochmal aufgeführt sind. Aber wir haben sie ja hier live vor Ort und ich möchte euch jetzt sehr gerne direkt bitten, euch doch kurz vorzustellen. Vielleicht Name, Funktion, Organisation und was ich gerne von euch wissen möchte, wo haltet ihr euch denn am liebsten im digitalen Raum auf? Darf ich mit dir beginnen, Konrad? Klar, selbstverständlich. Vielen Dank für die Einführung, Florina, und ein Willkommen auch von meiner Seite. Konrad Weber ist mein Name. Ich komme eigentlich aus dem journalistischen Bereich, aus dem Medienbereich. Ich habe lange Jahre bei Schweizer Radio und Fernsehen gearbeitet, habe dort mitgeholfen, den Community-Bereich aufzubauen und in den letzten Jahren war ich da zusammen mit einem Team für die gesamte digitale Strategie des Unternehmens zuständig. Ich habe mich für den Weg raus aus dem Unternehmen entschieden während der ersten Pandemiewelle und bin seither selbstständiger Strategieberater, nennt sich das ganz offiziell. Was bedeutet das? Ich helfe eigentlich verschiedenen Unternehmen hauptsächlich auch, aber auch Startups oder Organisationen in dieser digitalen Welt Fuß zu fassen oder überhaupt, wenn sie schon da Dinge ausprobiert haben, das mit etwas mehr in Strategie, mit etwas mehr Ziel und Zweck dann auch umzusetzen. Mein Name ist Lucia Plen. Herzlich willkommen auch von mir. Ich arbeite bei Amnesty Schweiz als Digital Content Managerin und bin dort mitverantwortlich für die Digitalisierung, also die Entwicklung, die wir dort durchmachen. Ich würde mir wahrscheinlich eher den Titel Change Managerin geben, wenn ich das selbst wählen könnte. Und wo ich mich am liebsten aufhalte, ist bei den Fragestellungen rund um die Strategie, weil ich denke, wir haben so viele Kanäle, so viele Möglichkeiten und ich finde es immer am spannendsten zu wissen, was will man denn eigentlich damit erreichen und dann von dort aus zu denken. Und ich glaube, das hat Plenty hier ganz gut umgesetzt und ich freue mich aufs Gespräch. Hallo zusammen, Marco Zaug, Gründer von ResNow. ResNow ist ein Technologieprovider mit Fokus Non-Profits, sprich wie unsere Technologie hilft, großen Organisationen, aber auch ganz kleinen, Grassroots-Technologie zu nutzen, um digital Spenden zu empfangen. Und die Frage war, glaube ich, wo ich mich am digitalen meisten aufhalte, genau. Oder? Am liebsten. Oder am liebsten. Grundsätzlich mag ich die Vielfalt Informationsflüsse zu konsumieren. Twitter zum Beispiel ist sicherlich ein Kanal, das ich viel nutze. Ich nutze auch sehr viel TikTok, oute mich da auch als großer Fan von. Kann nur empfehlen, die es natürlich genutzt haben, die es anders machen. Ist nicht nur für Junge, wie man mir ansieht, bin ich nicht mehr ganz 15. Von dem her, das nutze ich viel, aber sonst natürlich im beschäftigten Kontext sehr viel, auch im Non-Profit-Umfeld unterwegs und finde es super toll, dass Plattformen wie eben Plenty entstehen. Es gibt ganz viele andere, auch noch internationale Firmen und ich mag diesen Geist, diesen Social Entrepreneur Geist, eben eigentlich Unternehmen zu gründen, die sich eben selber finanzieren, aber trotzdem einen Fokus haben, den Impact, den Social Impact zu maximieren und nicht den eigenen Profit. Und ich unterstütze da gerne eigentlich Leute wie Enea und Team, dass sie das ermöglichen können. Mein Name ist Valentino, ich bin Mitbegründer von der NGO Be Robin und auch noch von meiner Seite herzlich willkommen und ich bin natürlich extrem stolz auch auf Plenty, dass es jetzt wirklich soweit ist. Ich habe die Ehre, mit einem gewissen Teil des Teams zu wohnen und ich habe wirklich die letzten Tage wirklich gefühlt und gespürt, was das heißt. Also ich bin natürlich auch persönlich enorm stolz und wirklich großer Applaus für euch.
zurück zum Thema von heute. Ich muss mich sofort als Digital Dinosaur outen. Wir haben das 2016 gegründet, über Zoom-Calls im Feld oder auch in Zürich im Kreis 4 in einer Wohnung. Ich hätte mir gewünscht, dass diese drei Personen dabei gewesen wären für die Strategie, für alle Tools, die wir benutzen bis heute und uns unterstützt hätten. Also von dem her, wir sind einfach ins kalte Wasser gesprungen und haben einfach online das gebraucht oder genutzt, was wir gefunden haben. Wo ich mich persönlich gerne aufhalte, privat sicher YouTube, ist sehr informativ. Jetzt von der Birobin-Seite natürlich auf dem digitalen E-Banking, auf dem Kontostand, schauen, was dort geht. Ja, das wäre meine Introduction. Super, vielen herzlichen Dank. Ja, ich habe natürlich 1000 Fragen an euch und ich werde gleich einsteigen. Aber davor noch ein Hinweis. Wir sind ja, wie gesagt, meistens, sonst stehe ich vor oder sitze ich vor Schülerinnen und Schülern und dort versuchen wir immer so viel Engagement wie möglich hinzubekommen mit dem Publikum und wir möchten das natürlich auch mit euch. Es ist auch für uns spannender und ich glaube auch für unsere Gäste, wenn wir hier nicht einfach zu viert oder zu fünft hier einen Dialog führen, sondern wenn auch ihr, also das Publikum, irgendwie mitmachen würdet. Ich bin sicher, ihr habt ganz viele spannende Erfahrungen selber in diesem Bereich gemacht. Seid Expertinnen und Experten und bitte meldet euch doch einfach, es ist etwas dunkel und vielleicht könnt ihr mir auch signalisieren, wenn ich eine Hand nicht sehe und sonst braucht es vielleicht auch die in den vorderen Reihen, die vielleicht mal Icebreaker sind, weil aus Erfahrung, wenn dann jemand mal eine Frage, danke für das Licht, gestellt hat, dann kommen dann die anderen auch, also lasst uns doch diese 45 Minuten oder was uns noch bleibt, wirklich nutzen, dass ihr auch eure Fragen an unsere Gäste stellen könnt. Also bitte zögert nicht jederzeit einfach die Hand zu heben, eine Anmerkung, einen Kommentar zu etwas anzubringen, was wir hier gerade am Diskutieren sind. Super, dann würde ich gerne mit meiner ersten Frage, Einstiegsfrage an Marco beginnen. Eben wie gesagt, du bist ja mit deinem, mit RaiseNow eigentlich ein alter Hase in dem Bereich und auch digital hast du dich geoutet jetzt als ziemlich fortschrittlich und meine Frage ist schon so ein bisschen, vielleicht kannst du uns mal als Einstieg aus deiner Sicht schildern oder sagen, was würdest du sagen, wie verändert denn die Digitalisierung den gemeinnützigen Sektor oder wo sind die größten Veränderungen aus deiner Sicht zu beobachten gewesen oder immer noch zu beobachten? Große Frage. Ja, es ist lustig, dass man, wenn man TikTok sagt, dann schon fortschrittlich ist. Ja, grundsätzlich, Digitalisierung ist ja etwas, das uns alle betrifft, auch insbesondere im privaten Kontext. Und darum können die Non-Profits da nichts machen. Viele hatten Mühe zu Beginn, wie viele andere Branchen auch, das auch zu nutzen, das Potenzial zu sehen. Das hat aber unterdessen stark geändert. Jetzt gerade mit der Pandemiewellen hat man gemerkt, dass es eigentlich teilweise der einzige Kanal war, wirklich einfach auch überhaupt die Leute zu erreichen. Grundsätzlich muss man auch unterscheiden zwischen mein Spezialgebiet, das Fundraising, also wie kriege ich die finanzielle Unterstützung für meine Projekte und aber auch, wie dann die Gelder eingesetzt werden. Da gibt es eigentlich für jeden Teilbereich gibt es Trends. Also jetzt im Fundraising-Bereich ist natürlich, haben wir jetzt gerade mit dem Ukraine-Krieg gemerkt, dass mit digitalen Mitteln unglaublich schnell Solidarität geschaffen werden kann, was ich wirklich auch bewundernswert finde, was da passiert, auch eben auch von Ukraine her. Wir haben selber Mitarbeitende in der Ukraine und haben da eigentlich einen ganz persönlichen Zugang zu diesem Krieg und auch sind da wirklich viel näher dran als sonst, das ist eher außergewöhnlich und sehen aber, da die Digitalisierung auch da ist, dass wir wirklich auch näher dran sind. Wir haben auch gemerkt, dass wenn die Tools da sind, die Solidarität, die die Menschen haben, auch eben in Impact gewandelt werden kann, in dem sie spenden können. Wir haben gemerkt zum Beispiel über die Twint-Technologie, die wir sehr, sehr, sehr zentral auch einsetzen, dass auch über Twint extrem viel gespendet wurde. Also wir hatten noch nie so viele Spenden verarbeitet wie jetzt in diesem Kriegskontext. Da haben wir jetzt auch gemerkt, dass auch viele Leute erreichen, die man sonst nicht erreicht. Dann ist es so, dass im Bereich der Mittelverwendung auch immer wieder
man merkt, dass die Digitalisierung da immer wichtiger wird, wie de facto das Geld schneller im Feld dann zum Einsatz kommt. Das einerseits natürlich die Basis, wie kommt das Geld überhaupt an, das ist wie Geldtransfer. Da hat die Digitalisierung auch vieles geschaffen. Dann vor Ort halt wirklich auch die Anbindung an den Rest der Welt, sprich mittels Satellitentelefonie, aber auch natürlich dann Internet vor allem, um auch Operationen besser zu koordinieren. Das hat dann grundlegende Verbesserungen. Aber ja, grundsätzlich viel Potenzial. Viel Potenzial, aber auch schon viel umgesetzt, finde ich. Also genau, also viel Potenzial, eine sehr optimistische Sichtweise. Es ist noch sehr viel möglich. Da eben erinnere ich mich dann zurück an diese Grafik, die ich auch einführend gezeigt habe, was eben, wie gesagt, mich sehr erstaunt hat, dass ja trotz diesem großen Potenzial im gemeinnützigen Sektor anscheinend oder gemäß dieser Erhebung jetzt zumindest von Stiftung Schweiz noch relativ wenig wirklich eingenommen wird. Lucia, deshalb die Frage an dich von Amnesty. Aus deiner Erfahrung kannst du uns erklären, wie kommt denn das zustande? Warum werden nicht mehr Spenden auf digitalen Weg eingenommen? Ja, ich glaube, ich kann das nicht abschließend erklären, aber meine oder unsere Vermutungen sind, dass sehr viele eher jüngere Leute, die auf den digitalen Plattformen unterwegs sind, vielleicht noch gar nicht so gewohnt sind, so regelmäßig zu spenden, geschweige denn große Beiträge auch zu spenden. Wir haben noch immer den Eindruck, dass man im Dialog mit den Leuten wahrscheinlich am meisten für unsere Mission begeistert oder mit haptischen Briefen per Post nach Hause, die dann 2-3 Wochen auf dem Küchentisch liegen, bis der Mann das Altpapier rausgebracht hat oder ich weiß nicht. Also ich denke, dort läuft vieles momentan so ein bisschen, also kommt so in ein Shift rein, wo ich denke, man ist immer wie mehr bereit, online zu spenden, aber es braucht, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, bis diese Tools wirklich etabliert sind und auch ein bisschen die Hemmungen davor vielleicht wegfallen. Das ist, glaube ich, ein sehr menschliches Thema. Ist ein menschliches Thema, also du redest jetzt, vielleicht nehmen wir an, es gibt ja wieder zwei Seiten, die Kultur innerhalb einer Organisation, die irgendwie mit digitalen Mitteln arbeitet, aber natürlich auch eben, wie kommt es an bei der Zielgruppe? Deshalb, Konrad, an dich die Frage, du bist ja eben sehr tätig, auch im Bereich, du hast viele Kenntnisse im Bereich Design Thinking, dort geht es um Themen, wie findet man seine Zielgruppe, oder wenn Lucia sagt, vielleicht hat man irgendwie noch nicht genau gefunden, wie erreicht man die Leute? Was würdest du da sagen, wie findet man das raus? Oder ja, welche Lehren kann man da irgendwie anwenden? Ja, indem man mit den Leuten spricht. Ich glaube, das ist schon auch der wichtige Punkt, den du angesprochen hast, dass man im Gespräch direkt überzeugen kann. Deshalb das auch immer noch als wichtiger Kanal, wenn man so sagen will, eingesetzt wird. Ich glaube, es hängt aber auch noch mit dem vielleicht auch eher gesellschaftlichen Punkt noch zusammen, also dass halt wirklich auch andere Generationen diese Solidarität oder die älteren Generationen diese Solidarität vielleicht auch nochmal stärker am eigenen Leib erlebt haben oder erleben mussten. Jetzt sind wir plötzlich in einer anderen Zeit, in der selbst unsere Generation Krieg in Europa irgendwie wieder erleben. Und ich glaube schon auch, dass es eben auch ein gesellschaftliches, kulturelles Thema ist, ob man überhaupt spendet und wenn man dann spendet, auf welchem Weg, dass man das macht. Und dort sehen wir ja schon auch generell gesellschaftlich, dass E-Banking zunimmt, dass unterdessen fast die Hälfte der Gesellschaft eigentlich auch über ihr Smartphone E-Banking erledigen. Und ich glaube, das ist einfach auch so ein Zeichen der Zeit, was halt oft in der Schweiz etwas länger dauert, aber dass das schon auch kommt und deshalb aber hier sind wie so zwei Dinge, die vielleicht dazu führen, dass es langsamer geht. Zum einen die technologische Frage, die du erklärt hast, und zum anderen aber schon auch die gesellschaftliche Frage, ob man überhaupt spendet und wenn ja, in welcher Form. Ich würde da gerne was dazu sagen. Also, wir haben natürlich die Frage immer wieder auf dem Tisch, ja, wie hoch ist der Anteil an digitalen Spenden? Da muss man die Frage, glaube ich, ein bisschen präziser fragen. Weil die eine Frage kann man stellen, wie wird der Geldfluss effektiv abgewickelt? Und der findet heute faktisch ausschließlich digital statt. Es gibt natürlich noch Topfkollekten, wenn jetzt die Heilsarmee mit ihren Gruppen Touren, Sternensinger an der Tür und Co., da gibt man dann vielleicht noch Bargeld. Aber Fakt ist, dass der große Teil des Geldes heute schon digital fließt.
Das ist so die zweite Frage, die jemand dann stellt, ist ja, wie bewirbe ich diese Spendenmöglichkeit? Und da kann man sagen, okay, wenn ich eine Webseite Bewerbung mache und dann gerade die Spende einleite, das wird heute allgemein hin als digitale Spende verstanden, aber wenn ich de facto jetzt einen QR-Sticker von Twint hier habe und dann zahle oder spende, ist das eine digitale Spende oder nicht? Dass dann schon wieder die Frage stellen, ja, es wurde beworben über einen Sticker, der physisch ist, aber die Zahlung ist schlussendlich digital verbunden. Wenn ihr dann diese Statistiken seht, die teilweise von CEWO kommen und Co., die dann sagen, ja, digitale Spende, das sind die 2, 3, 4, 5% maximal, dann ist das eine sehr, für mich sehr isolierte Betrachtungsweise, dass man sagt, aha, so viele Spenden kommen über die Website rein, was eben eigentlich nicht den Stand widerspiegelt, wo die Organisationen auch sind, was die Digitalisierung anbelangt. Und wie gesagt, wenn ich ein Bankkonto online eine Überweisung mache, eine Zahlung mache, dann ist die natürlich auch digital und darum muss man da ein bisschen differenzieren. Wie war das bei euch, Valentino? Also wir haben ja Lucia von wirklich einer sehr großen internationalen Organisation, die natürlich ganz andere Prozesse auch beim Spendensammeln, beim Umgang mit digitalen Mitteln und Technologien haben. Ihr seid ein sehr kleiner Verein, dein aber sehr emotionalen Thema, also ihr seid in der Flüchtlingskrise in der Zeit entstanden, ähnlich wie was vorhin so ein bisschen aufgekommen ist. Oder wie war das bei euch? Kannst du da ein bisschen erzählen, wie seid ihr mit den digitalen Technologien umgegangen? Also ich habe es eingangs schon ein bisschen erwähnt, bei uns, wir sind ja nicht digital geboren. Es war enorm wichtig oder essentiell, dass alles digital am Anfang vonstatten ging, weil auch ein großer Teil des Teams im Feld war. Aber doch emotional, unsere Basis war hier in Zürich jetzt per Zufall, weil wir von hier sind, dass am Anfang alles 100% digital, auch die Emotionalität war nur digital. Und wir haben dann gewechselt auf konventionelle, auf Events, auf Weihnachtskarten und haben dann einfach mit der Haptik, die du angesprochen hast, haben dann auf konventionelle Weise oder Oldschool-Methoden auch Fundraising betrieben. Aber ich muss schon sagen, das war kein Witz, was ich gesagt habe, also ich wäre sehr froh gewesen, hätte ich euch dabei gehabt. Es ist enorm schwer, digital Emotionen, Glaubwürdigkeit etc. rüberzubringen, ohne auch die Würde dieser Menschen oder so anzutasten. Es ist enorm schwierig, diese Balance, ja, wie viel Schrecken oder Leid willst du, kannst du zeigen und wie viel musst du zeigen, damit die Leute überhaupt reagieren. Wenn du immer sagst, alles ist okay, dann denken die, ja, dann muss ich ja gar nicht spenden. Es ist enorm schwierig, also digital sich da zu bewegen, ist bis heute ein Balanceakt. Bist du dabei, dass du zu sagen, Lucia, das ist ja schon euer Kerngeschäft in dem Sinne, auch mit wirklich sehr dramatischen Geschichten eben Spenden einzuwerben? Ja, ich finde es spannend. Ich bin enorm froh, hier zu sein, vor Ort. Ich habe mir gerade ausgemalt, wie ihr gelauncht habt. Emotionalität digital vermitteln ist, glaube ich, nicht so einfach. Also insbesondere, wenn man noch nicht die Reichweite hat. Und ich möchte noch etwas ergänzen, was nicht unbedingt nur in Richtung Spenden geht, sondern was wir auch merken, ist, dass die ganze aktivistische Bewegung, die wir ja eigentlich sozusagen mitreißen und wovon Amnesty auch lebt, ist auch schwierig digital mitzunehmen. Wir merken, dass Standaktionen, dass Demonstrationen immer so ein bisschen mehr verweisen, obwohl das immer noch ein wichtiger Faktor ist. Und wir überlegen uns auch, nicht nur in Bezug auf Spenden, sondern auch in Bezug auf Aktivismus, wie nehmen wir all diese Leute mit? Haben wir genügend Ressourcen, die auch richtig anzusprechen, Emotionen zu vermitteln? Genau, das noch so ein bisschen als anderer Angle, den ich auch spannend finde. Du wirfst ja auch so vielleicht ein bisschen irgendwo das Thema Kompetenzen oder Ressourcen auf. Das würde mich jetzt wirklich interessieren von euch allen eigentlich, die ihr Erfahrung habt mit Personen, die man anspricht mit digitalen Mitteln. Welche Kompetenzen braucht es denn auf der anderen Seite? Also wie geht man damit um? Spielt das überhaupt bei euren Überlegungen eine Rolle? Ich nehme es jetzt sehr stark an, aber wie platziert sich dieses Thema Kompetenzenerwerb oder vielleicht sogar, dass ihr da aktiv etwas mitwirkt? Also ich
kann natürlich aus der Mediensicht erklären, wo sehr häufig, was ja viele Schnittstellen gibt in Richtung auch Spenden, Sammeln oder eben auch die Kompetenz, die es dazu braucht. Ich glaube, es braucht Kompetenzen auf beiden Seiten, sowohl bei den Organisationen, um überhaupt erstmal zu erkennen, welches Potenzial auch hinter digitalen Möglichkeiten steckt. Und auf der anderen Seite aber schon auch das Vertrauen, wenn ich eben digital spende, dass das Geld dann auch ankommt, dass es technisch funktioniert in erster Linie. Aber ich glaube, das ist schon auch ein, ihr habt jetzt gesagt, was die Schwierigkeit ist mit dem Darstellen, dass man da vielleicht nicht zu reißerisch oder zu mit zu schlimmen Bildern dann versucht, Werbung zu machen für die gute Sache. Ich glaube, umgekehrt hat die Digitalisierung aber auch zu einem sehr großen Vorteil geführt, dass man ja viel stärker auch Transparenz herstellen kann und eben auch zeigen kann, wie schnell das Geld vielleicht eben wirklich vor Ort hilft, was ich mit meinem einzelnen Franken dann auch wirklich vor Ort beeinflussen kann. Und ich glaube, das ist das, was mich bei Plenty auf den ersten Blick auch extrem überzeugt hat, dass es ja am Ende eigentlich um die Community dahinter auch geht, dass ich Teil von etwas Größerem sein kann und das dann aber auch sichtbar machen kann. Und ich glaube, das kann man schon auch drucken und verteilen oder eben im Gespräch irgendwie versuchen zu erklären, aber diese ganze Emotionalität, die ist schon im digitalen Bereich nochmal ganz anders auch möglich in den verschiedenen Medienformen, sei es das in Textform oder in Bildform, in Videoform dann auch überbringen zu können. Und ich glaube, da sind wir alle schon genügend kompetent, um das dann auch zu nutzen und zu erkennen. Die Frage ist mehr auf der anderen Seite, als Organisation kann ich das auch entsprechend einsetzen und die Geschichten, kann ich die Geschichten wirklich sichtbar machen? Und ich glaube, da kann definitiv Plenty helfen. Ja, also eben auch relativ optimistisch, hat mich jetzt noch erstaunt, dass du gesagt hast, wir sind alle genügend kompetent, vielleicht jetzt wir schon und hier wahrscheinlich auch viele, aber in unserer Arbeit gerade gut mit Verwaltungsangestellten im öffentlichen Sektor, aber auch man hat es hier in der Studie oder in der Umfrage gesehen, ich glaube Grund Nummer zwei oder die zweitgrößte Hürde waren die Kompetenzen. Also da scheint es ja schon noch irgendwo vielleicht ein bisschen Nachholbedarf zu geben. Es bezog sich auf die Nutzung, dass ich als Spender, als Spenderin das dann digital nutzen kann und eben auch sehe, was löst das aus oder so. Auf der anderen Seite bei den Organisationen ist natürlich eine andere Diskussion. Ja, grundsätzlich so, dass ihr selber, ich denke jetzt alle im Raum, haben ein Handy, das einen Internetanschluss hat. Das ist einfach so, dass man sagt, okay, ja, 60 plus, 70 plus, die sind nicht digital, das ist nicht so, das ist schon lange nicht mehr so. Man kann vielleicht sagen, okay, meine Urgroßmutter 90 plus, die ist nicht mehr digital, die holt man nicht mehr ab. Aber ansonsten ist es so, dass eigentlich ja unterdessen ein Großteil der Menschen, insbesondere in unserem Raum, nutzen digitale Möglichkeiten, um sich zu informieren. Und grundsätzlich ist das eben auch gerade die große Chance der Digitalisierung, dass man eben die Inhalte, wie du es gesagt hast, eben transportiert, weil im Endeffekt ist es immer noch, am Ende des Tages sind es die Inhalte, die Stories, die ziehen, und das ist egal, ob digital oder analog. Das heißt, wenn ihr was Gutes macht, und das kann wirklich einfach im Kleinen sein, dass ihr euch im Quartier für etwas einsetzt, dann ist das mal wir nennen das bei uns die Changemakers, diese Fähigkeit zu haben, etwas zu bewegen im positiven Sinn, das mal als Grund, unabhängig vom Kanal. Und dann ist das Digitale eigentlich das, was uns hilft, die Leute zu erreichen, komplementär zum Analog. Das heißt nicht, dass man die Gespräche, die man schlussendlich haben kann, dass man die nicht nutzt. Aber das Problem ist, dass man eben die Gespräche nicht in der Dimension haben kann, in der Masse, wie man sie eben braucht. Was wir feststellen, da kann ich vielleicht einen kleinen Tipp auch an euch geben. Das ist völlig banal, aber wir stellen fest, dass das eben nicht umgesetzt wird. Viele kleine Organisationen scheitern nicht daran, dass sie die Energie haben, was zu ändern und dass sie gute Projekte haben. Sie haben nicht den Mut, die Leute zu fragen um finanzielle Beiträge. Ganz einfache Sache. Ich frage mein Umfeld, könnt ihr mich finanziell unterstützen?
unterstützen. Viele haben Mühe, ihr persönliches Umfeld zu fragen, kannst du mich und mein Projekt unterstützen? Diese Fähigkeit, mal aus dieser Box rauszugehen, auch zu sagen, hey, ich habe eine wirklich gute Sache, braucht aber eure Unterstützung, sei es jetzt, ich muss jetzt konkret ich habe ein Hundeprojekt und jetzt brauche ich konkret einen Doktor, der diese Hunde behandelt. Wir brauchen 2000 Franken. Wir haben Kunden zum Beispiel, die das gemacht haben. Die haben nur Facebook eingesetzt, damals noch. Und haben nur über Facebook diese Doktorkosten eingeholt. Und das Einzige, was sie gemacht haben, ist, dass sie diesen Inhalt portiert haben und den Mut hatten, ihr Umfeld zu fragen. Das wiederum hat dann Kreise gezogen. Ich habe andere Fälle, dasselbe, wo es einfach darum geht, wirklich den Mut zu haben, zu fragen. Und weiß ich, fragt euch selber, hättet ihr den Mut, euren Nachbarn links oder rechts zu fragen, hey, könntest du mich unterstützen mit einer finanziellen Spende? Und da scheitert es schon dran. Und im Fundraising-Umfeld gibt es diesen alten Leitspruch, you get what you ask for. Und der ist immer noch im Endeffekt, ohne Fragen, keine Spenden. Ihr könnt noch so viel Gutes machen, wenn ihr nicht fragt, gibt es keine Spenden. Und Plenty will ja hier auch ein bisschen Abhilfe schaffen. Oder das wäre vielleicht genau für die zu scheu sind, hier ihr ganzes Umfeld anzufragen, dass man hier vielleicht dann die Anfrage von Plenty teilen könnte. Wie ist es bei euch bei Amnesty? Vielleicht können wir auch noch direkt die Frage aufwerfen, die mich auch sehr interessiert, wie es denn mit der Kultur in der Organisation aussieht. Das haben wir jetzt am Rande auch schon ein bisschen angesprochen. Eben, es braucht irgendwie das Bewusstsein von meiner Zielgruppe, von deren Kompetenzen und so weiter. Und natürlich sind die Kompetenzen in der Organisation und die Kultur genauso wichtig. Wie ist es aus deiner Erfahrung, Lucia, so was, vielleicht auch welche Erwartungen sind da in der Organisation an dich als digital Beauftragte und welche vielleicht auch Hürden musst du überwinden, um hier digital wirklich voranzugehen? Ja, das ist auch eine große Frage. Ich glaube, da kommen wir selbst so zu der Kulturentwicklung, auch innerhalb einer größeren NGO in der Schweiz. Wir sind sehr hierarchisch organisiert noch in unterschiedlichen 4 großen Teams, also Kommunikation, Fundraising, Bildung, Campaigning. Und früher hat das, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert. Und heute merken wir, dass wir sehr, sehr viel digital ausspielen. Also alle unsere Unternehmensziele in dem Sinn sind nicht, was nicht nur Fundraising ist, was auch Petitionsunterschriften sind. Wir wollen sensibilisieren über Menschenrechtsverletzungen, aufklären, bilden, all das spielt sich auch digital ab und was wir enorm merken ist, dass wir, dass sich diese Ziele manchmal auch schwierig priorisieren lassen. Also welche Kanäle reserviert man denn für den Fundraising-Aufruf und sollten wir nicht eher nach Petitionsunterschriften fragen? Also muss sehr viel raus über diese Kanäle und das Priorisieren und das Mitnehmen der Leute, das die auch verstehen, dass diese Kanäle sehr wichtig sind, ist nicht immer ganz einfach, auch weil wir Leute haben, die bereits seit 40 Jahren bei uns arbeiten, denen man dort mit den Skills auch noch ein bisschen mithelfen muss, sozusagen. Also ich finde das enorm spannend, aber ich glaube, es ist auch an der Zeit, Konrad, da können wir vielleicht später noch im Detail darüber zu sprechen kommen, dass man die Organisationsstruktur auseinandernimmt und schaut, passt das überhaupt noch für diese digitaleren Prozesse? Muss man umdenken, muss man mehr Querschnittteams machen und so weiter? Also da haben wir, glaube ich, noch einen Weg vor uns, der spannend ist. Ich glaube, du hast etwas beschrieben, was ja sehr typisch ist und in vielen Organisationen auch einfach oft historisch gewachsen ist, das vielleicht dann den Nachteil vergleichbar bei euch, die ihr einfach mal starten konntet, auch vielleicht naiv, aber ihr konntet es selbst definieren, dass eben die Strukturen da sind, dass die Strukturen oft aus einem anderen Zeitalter irgendwie auch kommen. Und ich glaube, das, was ich am häufigsten beobachte, ist schon auch, dass man das Gefühl hat, ja, jetzt haben wir da neue Kanäle, wir schicken statt Briefe irgendwelche Newsletter und sind jetzt auf Social Media präsent. Und wenn wir das machen, dann haben wir die Digitalisierung eigentlich erreicht, dann sind wir digital. Und ich glaube, das ist eben so ein bisschen der Irrglaube, weil das nur ein Aspekt ist. Das ist oft dieser technologische Aspekt, der vielleicht
ja, ein wichtiger ist, aber nicht nur. Es geht eben auch darum, wie man diese Inhalte herstellt, wie man überhaupt ja, die digitalen Mittel auch einsetzt im Arbeiten, im Arbeitsalltag. Und dann der dritte Aspekt ist natürlich auch, was das mit einem selbst dann auch macht, als Teammitglied, als Organisation. Also eigentlich ist die Digitalisierung, so wie ich sie definiere oder verstehe, sehr viel stärker eine kulturelle Frage, auch ein Kulturwandel und gar nicht so sehr eine Technologiefrage. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, auch als Organisation, dann kann man diesen Hebel, diese Möglichkeiten auch umso stärker einsetzen und damit dann umso erfolgreicher sein. Ja, ihr habt sehr spannende Punkte angesprochen. Bei uns, wie du gesagt hast, wir waren halt alle schon Digital Natives. Das heißt aber nicht, dass wir eine Ahnung von Strategie und welcher Kanal ist für welches Medium oder für welches Ziel dann genau muss ich benutzen. Da mussten wir uns auch vor den Kopf stoßen lassen oder sehen, ah, da funktioniert es gar nicht, da funktioniert es. Und das hat einerseits, du hast angesprochen als Frage, es hat, ja, die Kompetenz hat zum Teil gefehlt, weil es reicht nicht einfach die Passion zu haben und einfach ein Changemaker zu sein, weil das Digitale dann doch etwas Komplexes ist. Also hat es einerseits an der Kompetenz gefehlt zum Teil, andererseits aber auch an der Zeit. Bei uns, wenn du mit geflüchteten Menschen arbeitest, dann willst du in erster Linie mit diesen arbeiten. Dann willst du nicht ein Reel für Instagram machen und dann das zusammenschneiden am Abend gehst du schlafen. Es ist wirklich auch ein Zeit- oder ein finanzielles Problem. Und da könnte natürlich auch Blend wieder enorm stark sein, weil ich dort genau solch ein Need platzieren könnte und sagen, hey, würden gerne ein kleines Video über unsere Arbeit im Land X machen. Ist da jemand ein Filmer zur Verfügung? Und dann kommt eine Woche und der hat die Kompetenz. Weil ich habe sie nicht. Ich mache es mit dem Handy und dann ist das wieder so etwas zwischendurch und dann funktioniert es nicht und dann denkt man, ja, jetzt habe ich so viel Zeit investiert, etc. etc. Einerseits sind wir Digital Natives, andererseits ist es eben doch auch ein Kompetenzenproblem. Oder man müsste halt Beratung haben. Also du sagst so, das Digitale ist zwar sehr nützlich, aber es darf nicht der Selbstzweck sein. Oder? Und ihr habt, wie, je nachdem, hat man halt als Ziel eben nicht die digitale Verbreitung, sondern es ist eher dann ein Nebenprodukt, dass man, wo man dann vielleicht jemanden als Expertin oder Expertin beauftragen kann. Ja, das ist auch das Richtige. Im Endeffekt, Zeit ist ein wesentlicher Faktor jetzt gerade bei Grassroot-Organisationen. Und natürlich ist es genau das Thema, du bist lieber im Geld als am Geld sammeln. Und da kommt genau der Freiwilligarbeit zum Zug. Weil es gibt ganz viele, die gerne helfen würden, aber die trauen sich das nicht oder trauen sich nicht zu, dass sie im Feld arbeiten, und genau das ist das Thema, was die Plattformen in dem Bereich eben machen können, dass sie sagen, okay, ich würde gerne helfen, ich habe zum Beispiel super Photoshop-Skills oder ich kann entsprechend Videos schneiden, und mir fehlt aber die Zeit oder die Passion, dann vor Ort zu sein, und da bin ich überzeugt, dass das Matchmaking da verbessert werden kann, weil Gott, bei kleinen Organisationen funktioniert es mehrheitlich darüber, dass eben freiwillig Arbeitende zusammenkommen. Und gleichzeitig sind das aber auch wieder die treuesten Spenderinnen und Spender. Wenn sie dann nicht mehr Zeit haben, freiwillig zu sein, dann hast du sie nachher als Spenderinnen und Spender. Und das sehen wir auch immer wieder, dass dann auch da auch langjährige Bindungen entstehen. Danke, wir haben noch eine Frage. Vielen Dank. Wie angeordnet stelle ich eine erste Frage aus der ersten Reihe. Ich setze mich stark mit dem Effekt der Digitalisierung auf unsere Gesellschaft auseinander. Das ist ein Thema, das mich sehr interessiert. Und es würde mich wundern, was ihr euch dazu für Gedanken macht, inwiefern das eure Arbeit prägt. Ich könnte mir jetzt vorstellen, insbesondere Amnesty oder Be Robin, das Thema der digitalen Desinformation. Also inwiefern geht ihr auf solche Trends ausgelöst durch die Digitalisierung ein oder versucht ihr sogar aktiv zu prägen? Ich beziehe die Frage jetzt zuerst mal auf Amnesty als Organisation, wie wir uns mit diesem Phänomen auseinandersetzen. Und ein spannendes Beispiel, wie ich finde, ist der Krieg in der Ukraine, wo ich sehr stark wahrnehme, dass es
eigentlich auch ein Informationskrieg ist, also dass sich so viel online abspielt und es ist teilweise schwierig zu unterscheiden, ist das jetzt eine verlässliche Quelle oder nicht. Und was Amnesty, wie Amnesty darauf reagiert hat, ist, dass wir ein Crisis Evidence Lab gegründet haben. Die sitzen alle in London und dort geht es darum, dass man in Videoinhalten, in Fotos, die verbreitet werden, auch in Textmaterialien, nach Beweisen sucht und so versucht, Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren, so gut wie es geht. Es ist jetzt gerade eine neue Research auch rausgekommen, wo eine interaktive Website erstellt wurde und man kann eigentlich 3D ein Gebäude anschauen, das zerbombt wurde und an verschiedenen Orten sich einlesen, wie das dort geschehen ist. Und das finde ich interessant, weil man kann sich dann als Zuschauerin besser in diese Situation reinversetzen und ich glaube, es wird manchmal auch unterschätzt, wie wichtig es ist, dass verlässliche Quellen all diese Vorgänge dokumentieren, weil man irgendwann diese Leute ja auch zur Rechenschaft ziehen möchte. Genau. Das aus Amnesty-Perspektive und aus persönlicher Perspektive bin ich immer wieder am struggeln damit, wie viel Zeit ich online und digital verbringe. Und ich denke, du bist dort auch ein Vorbild, ich kenne sie auch persönlich. Ja, ich glaube, wichtig ist, dass wir Zeit mit den Menschen verbringen, die uns lieb sind und dass wir solche Events wie das heute da stattfindet, als sehr gute Möglichkeit ausnutzen, uns auszutauschen. Und ich bin da leider kein Vorbild, weil ich sehr viel Zeit am Handy und am Computer verbringe und noch nicht die Lösung habe, wie es sich auf mich genau auswirkt. Genau. Da explodiert mir natürlich der Kopf, was ihr für Ressourcen habt, Büro in London etc., um alles zu dokumentieren. Aber wir sehen uns ja nicht so aktivistisch wie ihr, wir sind mehr wirklich Nothilfe oder Hilfe vor Ort. Und ich muss sagen, wir wurden eigentlich sehr verschont, es wurde nie falsch über uns berichtet oder so, wir sind einfach wahrscheinlich auch zu klein. Es hat wirklich nie einen Moment gegeben, da, wo es wirklich kritisch wurde oder so. Ich denke, bei größeren Organisationen liegt da auch mehr Verantwortung, dass die das aufarbeiten müssen. Was aber einen indirekten oder einen Einfluss hat, das betrifft jetzt weniger uns als Organisation, aber mit den Menschen, die wir arbeiten, hat das natürlich einen enormen Einfluss, wenn falsche News herumgehen, was sehr negativ bis tödlich enden kann. Also wenn da falsche News, diese Brücke ist offen oder diese Grenze ist offen und dann können Tragödien daraus passieren. Das ist natürlich schon etwas, was vor der Digitalisierung vielleicht so nicht stattgefunden hat oder nicht in diesem Maße. Weil auch diese Menschen, wie es du am Anfang gesagt hast, jeder hat ein Smartphone. Ein Smartphone kostet weniger als meine Sneakers. Also es ist wirklich, ein Smartphone bekommst du mit 40, 50 Euro und kann sehr giftige News oder sehr viel Schlimmes auch passieren, diese Informationen. Es hat auch negativen Einfluss auf die Menschen, mit denen wir arbeiten. Aber wir als Verein sind eigentlich nicht oder noch nicht wirklich betroffen von Fake News oder Hass im Internet, wurden wir immer verschont bis jetzt, glücklicherweise. Herzlichen Dank für die Frage. Stellt gerne weitere Fragen. Ihr seid herzlich eingeladen. Ja, ein Thema wurde aufgeworfen, also das ist ja angesprochen, mit den gesellschaftlichen auch Auswirkungen der Digitalisierung. Und hier haben wir, Gianni, im Vorgespräch auch ein Thema aufgegriffen, das ich jetzt gerne nochmal ein bisschen diskutieren möchte mit euch, und zwar auch das Thema Datenschutz. Also ich denke, auch Plenty hat sich sicher damit befasst, wenn es hier um diese Plattformen geht und wo Leute ihre sensiblen Daten eingehen, aber auch allgemein natürlich größer als jetzt nur auf so einer Spendenplattform, sondern man bedient sich auch diverser sonstiger Tools. Wir hatten jetzt ein Gespräch von Facebook und Instagram und so weiter, TikTok, wo man auch zu Spenden aufruft oder über seine Organisation gute Dinge erzählt. Aber irgendwo durch haben diese Organisationen oder diese Firmen ja selber kritische oder bis sehr kritische Punkte. Wie geht man in diesem Spannungsfeld damit um? Ich nehme an, einfach zu sagen, wir benutzen keine dieser Technologien mehr, ist wahrscheinlich für die wenigsten Organisationen eine Option.
ist eine Frage eigentlich an euch alle, ihr dürft gerne. Also grundsätzlich Daten ist das, wie man es schön sagt, das Gold der heutigen Zeit. Ich glaube, ich würde eher sagen, die Daten ist der Nährstoff. Und der muss dann natürlich auch genutzt werden, hoffentlich im positiven Kontext. Bei uns jetzt bei RaiseNow, wir haben sehr viele Daten, das ist effektiv bei uns natürlich ein Riesenthema. Und wir halten uns da eigentlich wirklich ganz einfache Grundsätze, nämlich, dass die Daten, die wir haben, dass wir insbesondere personenbezogene Daten, dass die eigentlich mit einem Consent erhoben und gespeichert werden. Also konkret, wenn ich Daten über dich habe, dann hast du uns diese Erlaubnis gegeben. Darum bin ich grundsätzlich auch stolz darauf, dass man gerade in Europa da das Thema ernster nimmt als in anderen Regionen. GDPR oder DSGVO, wie es heißt, hat wirklich auch nochmals mehr zugelegt. Dadurch kommt mit dem Thema auch immer wieder Komplexität in den Raum. Was darf ich, was darf ich nicht? Gerade in Kampagnen zum Beispiel ist es ein Riesenthema. Welche Leads darf ich jetzt nutzen, welche nicht? Aber im Endeffekt muss man sich damit auseinandersetzen. Ich sehe, dass immer noch sehr viele Menschen sich nicht bewusst sind, was ihr digitaler Footprint heißt, also was konkret auch was möglich ist, wenn man den missbraucht, also konkret, wenn man die Daten dann gibt, ohne sich zu überlegen, was dann damit passiert. Glücklicherweise hat das noch niemand wirklich ganz fest ausgenutzt, aber wir sehen konkret, dass gerade wenn ich zum Beispiel jetzt in Russland lebe, kriegt das Thema digitaler Footprint eine ganz andere Dimension, wo ich dann mir genau überlege, was ich schreibe, wo ich mich zu erkennen gebe. Wir sind jetzt heute hier in der Schweiz und haben das Glück, dass wir nicht verfolgt werden für das, was wir schreiben oder was wir äußern. Das kann aber ändern, hoffentlich nicht, aber man hat jetzt gerade im Fall von der Ukraine gesehen, dass das eben ändern kann. Auch sehr nah jetzt von uns, und darum finde ich, du bist an der Schule und an der Schule unter anderem tätig, und da muss man eben auch schon ganz früh eigentlich die Bildung diesbezüglich fördern, eben das Bewusstsein schaffen, was eben es heißt, digitale Daten zu erstellen und sie zu nutzen. Wenn ich noch schnell ergänzen darf, wir haben immer wieder dieses Dilemma, würde ich schon fast sagen, dass wir darauf angewiesen sind, dass wir Google und Facebook und all diese großen Tech-Giganten auch nutzen, weil die eine enorme Reichweite haben und viele Möglichkeiten bieten. Und es ist immer so ein bisschen ein Abwägen zwischen, habe ich Alternativen? Wenn ich die nicht habe, wie mache ich es, dass es möglichst ethisch vertretbar ist, auf diese Tools auch zu setzen? Ich kann auch transparent sagen, dass das Amnesty gegen Facebook und Google Kampagne macht und gegen dieses Geschäftsmodell, das eigentlich nur auf Daten, persönlichen Daten basiert. Gleichzeitig nutzen wir aber diese Tools auch noch. Also es ist eine Auseinandersetzung, die wir haben müssen. Es ist ein Dilemma, über das man offen sprechen muss. Ich glaube, wir kommen nicht so schnell von diesen Giganten weg, aber ich wünschte mir, dass jemand hier im Raum ein neues Facebook aufzieht, das vielleicht ein bisschen ethischer mit Daten umgeht und wir dann bei Amnesty darauf setzen könnten. Aber es ist einfach noch nicht so weit. Ist das Plenty-Team dann für das nächste Projekt schon bereit? Vielleicht einfach noch ein letzter Aspekt dazu. Ich glaube, es ist nicht nur der Punkt, dass diese Daten dann einfach frei rumliegen oder dass die missbraucht werden können, sondern was wir ja jetzt gerade in den letzten Wochen beobachtet haben, diese Plattformen sind ja auch keine öffentlichen oder rechtlichen Rechenschaften schuldig. Und wenn ich als Elon Musk komme und jetzt mein Sackgeld irgendwie gerne investieren möchte, dann kann ich mir diese Rechte auf diese Plattform selbst auch wieder so zurechtlegen, wie ich das halt möchte. Und ich glaube, das wurde jetzt durch diese Aktion von Elon Musk nochmal deutlicher auch sichtbar, wie wenig Rechenschaft diese Plattformen, die ja doch auch Demokratien auch unterdessen prägen und Gesellschaften prägen, wie wenig Rechenschaft diese eigentlich ablegen müssen. Und ich glaube, dort ist es gut, wenn es Veränderungen auch auf nationaler oder eben globaler Ebene gibt, wie eine Datenschutzverordnung und so weiter auch
NGOs, die sich dafür einsetzen, aber ich glaube, es wird immer ein Hinterherhinken sein und man wird immer wieder ja, versuchen, das auf gesetzlicher Ebene zu lösen, was eigentlich fast unlösbar ist. Wieder bei uns, wir sind so klein, eure Daten sind sicher bei uns, also so viel ich verstehe von Daten, ihr seid hier die Experten. Aber es ist schon so, ich hoffe natürlich, dass Grassroots oder Organisationen wie Plenty, wir versuchen schon mit kleineren Instituten oder lokaleren Instituten, Dienstleistungen etc. zu arbeiten, aber wir benutzen genauso Google, Facebook, die Riesen, das ist einfach die Zeit heute, ohne das geht es momentan irgendwie noch nicht, oder leider noch nicht, muss man sagen. Aber ich wäre auch sehr offen für Alternativen, das kann ich abschließend sagen. Ja, wir haben noch circa 4-5 Minuten. Wenn nicht keine dringenden Fragen bestehen, dann würde ich jetzt mit noch dem letzten Thema sozusagen schließen, und zwar so ein bisschen einen Blick in die Kristallkugel. Und ich würde gerne wieder die Frage an Marco richten. Ich lese das jetzt ab, dass ich euren Claim jetzt nicht hier falsch repräsentiere, weil laut eurer Webseite möchtet ihr ja Leveraging Tomorrow's Technology to Enable Changemakers Today. Also Tomorrow's Technology, und deshalb natürlich meine Frage an dich, was ist denn die Technologie von übermorgen, die der gemeinnützige Sektor vielleicht bald braucht oder brauchen könnte, sollte? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wenn ich alle Antworten diesbezüglich hätte, dann würden wir alle reich werden jetzt im Raum. Aber Fakt ist, dass die Digitalisierung fortschreitet, dass wir jetzt im Fundraising, insbesondere wenn wir jetzt über Fundraising reden, die ja im Endeffekt jeder Changemaker braucht, früher oder später Geld, um die Bewegung zu finanzieren. Das ist bei euch auch sehr viel, war das der Fall, früher oder später. Man kann sehr viel natürlich bewegen, nur mit freiwilligen Arbeit, aber dann ist man nach vom Impact her limitiert. Sobald man ein bisschen weitergehen möchte, wird das ein Thema sein. Und da ist sicherlich einer unserer Hauptfokussierungen ist, wie schaffen wir es, dass wir mehr Menschen erreichen, um schlussendlich finanzielle Unterstützung zu leisten. Ich mache ein Beispiel. Wenn ihr die CEWO-Studie genau liest, CEWO kennt ihr vielleicht, das Gütesiegel, wenn es darum geht, Organisationen zu zertifizieren, die das Geld sinnvoll einsetzen, und da heißt unter anderem in der Studie, dass pro Haushalt in der Schweiz und ca. 300 Schweizer Franken pro Jahr gespendet wird. Wenn man dann überlegt, was das Durchschnittseinkommen ist pro Haushalt, ist es eigentlich, entschuldige meinen saloppen Ausdruck, ist ein Witz, dass nur 300 Franken gemeinnützigen Projekten zukommen. Es müsste doch eher so sein, früher gab es diesen Zehnten. Diejenigen, die islamgläubig sind, kennen Zakat, wo es in die Richtung geht, dass man deutlich mehr abgibt, um eben Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Und unser Fokus jetzt, um die eine Frage zu beantworten, ist es, wie schaffen wir es mit Technologie, mehr Leute zu erreichen. Ein Punkt ist, was wir bei uns Frictionless Giving nennen, also sprich, dass es so einfach wie möglich ist zu spenden. Ein Klick aus dem Impuls raus, ich möchte jetzt das Projekt unterstützen, weil der Kollege hier, den finde ich super, ich möchte dem jetzt Geld geben. Und aus diesem Impuls raus, das jetzt zu machen, weiß ich, wie es euch geht, aber jetzt würdet ihr euch gerne dafür interessieren, wie kann ich dich jetzt unterstützen, und das muss dann super schnell gehen. Das ist ein Thema, das einfach klingt, aber wirklich ein Schlüssel ist. Ein zweites ist, dass wir zum Beispiel sehen, dass viel mehr Spenden eingefordert oder angefragt werden, wo die Menschen auch sind. Wir nennen das bei uns Marktplätze, wie zum Beispiel jetzt in TikTok, Instagram und Co., wo eben Menschen sich bewegen. Und dass da dann eben möglich sein soll, in diesen Marktplätzen diese Menschen auch zu erreichen. Heute ist es effektiv so, die Frage war initial auf dem Tisch, eben diese Mailings. Ich sage jetzt den Begriff, ich werde gesteinigt in der Non-Profit-Szene, die Bettelbriefe, wie man es schön sagt, die sind heute immer noch da. Und ganz viele Menschen, mindestens in meinem Umfeld, ärgern sich darüber, dass da so viel Papier
in den Briefkästen landet und auch sehr viel Kosten reinfließen. Und es fragen sich dann alle, wieso braucht es das noch? Und es ist eine ganz einfache Antwort. Wieso braucht es auch das Straßenfundraising, was ich übrigens grundsätzlich gut finde, dass man überhaupt in den Dialog sucht. Es ist diesen Impuls zu geben, dass man spendet. Man hat es einfach bis heute noch nicht fertiggebracht, dass man jetzt so große Geldquellen wie diese Mailings eben sind. Das ist bei vielen großen Organisationen sind das immer noch die Nummer 1 Geldquelle im Individual Giving, also sprich beim Spendensammeln bei Haushalten. Es sind immer noch diese Mailings eben, die das Geld bringen. Und wir haben es bis heute noch nicht fertiggebracht, obwohl die Marktplätze da sind, ihr alle irgendwo auf diesen Marktplätzen da sind, dass wir euch da abholen. Plenty und viele weitere helfen oder probieren, genau das zu schaffen. Und glaube ich, da wird die Zukunft sein, dass wir da eigentlich mehr erwarten können, dass wir da, wo wir eigentlich uns bewegen, sei das auf Twitch, sei das auf YouTube, sei das Instagram und Co., dass wir da direkt aus dem Impuls aus spenden können oder vielleicht sogar dauerhaft spenden können. Als selbstständiger Konrad muss man ja auch immer etwas am Zahn der Zeit bleiben. Wo siehst du so zukünftig super Möglichkeiten? Ich glaube, ich hätte es jetzt eher noch ein bisschen weitergetrieben, was du sagtest, aus der so technologischen Sicht hin auch in eine gesellschaftliche Perspektive, dass ich schon auch sehr stark wahrnehme, dass man wirklich eben etwas Sinnvolles machen will. Wenn ich spende, dass ich dann auch sehe, was damit geschieht. Und da helfen natürlich die digitalen Möglichkeiten, um das vielleicht künftig noch immersiver, also noch direkter, kann man sich dann darüber streiten, ist das jetzt nötig oder nicht, aber noch spürbarer dann auch rüberzubringen, einerseits was geschieht auf dieser Welt, um auch Betroffenheit auszulösen und umgekehrt aber auch, was geschieht mit meinem Geld, mit meiner Spende, um auch einfach das nachverfolgen zu können. Da gibt es ja auch unterdessen Technologien, die helfen, dass ich wirklich auch sehe, was geschieht mit meinem Geld oder mit meiner Spende generell. Und ich glaube, ein weiterer Aspekt, der eben auch noch stärker in diese Sinnsuche oder in diesen Zweck hineinspielt, ist, dass immer mehr, gerade auch jüngere Leute, nicht einfach nur Geld geben wollen, sondern auch wirklich spüren wollen, was sie damit bezwecken können oder bewirken können. Und ich glaube, da ist der Ansatz von Plenty, dass man eben auch Sachspenden oder dann eben auch Zeit oder sein eigenes Wissen beisteuern kann, ist umso überzeugender, weil man eben genau nicht nur immer mit Geld helfen kann oder helfen will, sondern vielleicht mit etwas ganz Banalem, etwas sehr Kleinem, etwas, was einem selbst ja dann auch sehr wichtig ist. Und ich glaube, das sichtbar zu machen, das noch stärker auch wiederum zu erzählen, ich glaube, dass das uns künftig auch noch viel stärker beschäftigen wird. Lucia, darfst du verraten, wo Amnesty künftig Schwerpunkte setzen möchte im digitalen Bereich? Ja, das darf ich auf jeden Fall verraten. Ich glaube, es geht sehr stark in die Richtung, die du beschrieben hast und auch du, Konrad. Wir möchten darauf setzen, dass wir transparenter kommunizieren, wofür das Geld eingesetzt wird. Projektbezogene Spenden sind ein großes Thema. Kryptospenden sind wir auch daran. Das bezieht sich jetzt auf die Finanzierungssicht. Wenn es dann um die Bewegung als aktivistische Bewegung geht, wo wir auf Zeit und Energie von Menschen angewiesen sind, dort sind wir noch sehr stark daran, sehr viele Formate auszuprobieren. Und ich glaube, was wir niemals verlieren werden, ist, dass wir im Dialog stehen mit sehr vielen Menschen. Und ob das jetzt online ist oder offline, spielt, glaube ich, nicht so eine Rolle, sondern ich glaube, die Kraft von Amnesty, die wird weiterleben, egal ob jetzt online oder offline, weil wir so international so groß vernetzt sind. Und ja, ich denke, in die Details der Technologie müssen wir jetzt nicht mehr einsteigen. Also meine Zukunft ist ganz einfach, die werde ich euch verraten. Ich werde einfach auf diese drei Pferde setzen und dann eines wird dann schon gewinnen. Also ihr habt die Lösung, ich warte dann einfach und ernte dann die Früchte. Nein, es ist natürlich klar, bei uns ist auch, wir sind digital geboren, kann man sagen. Ich hoffe, dass wir dieses Fahrradfahren nie verlernen werden, aber es ist auch für uns eine große Herausforderung, sei es zeitlich, sei es mit den Kompetenzen, auch da müssen wir ein Augenmerk drauf setzen, wie wollen wir das in Zukunft machen.
und eben nicht nur für Spenden, sondern auch für das Storytelling etc. etc. Das ist sicher wichtig, ja. Ja, herzlichen Dank für dieses spannende... Ja, sicher, auf jeden Fall. Ich wollte nur kurz sagen, dass es klar ist, wir haben euch nicht gezahlt, dass ihr Plenty so oft erwähnt. Aber ich bin sehr dankbar, dass ihr es sagt, und aus meiner Sicht ist es extrem wichtig, was du sagst, Marco, dass es einfach so einfach wie nur möglich, so niederschwellig wie nur möglich ist, um Non-Profits zu finanzieren. Es ist ultra einfach, um Nestle zu unterstützen. Es ist ultra einfach, ich kaufe immer diese blöden Vitaminwasser. Jedes Mal sind das 2,50 Euro, die ich eigentlich spenden könnte. Und mein Appell an NGOs und alle gemeinnützigen Projekte ist, dass sie kreativ werden im wie bringe ich Spenden rein, wie mache ich es so einfach wie nur möglich, wie verpacke ich es, dass Leute das verstehen, was die Spende bewirkt oder wieso soll ich jetzt das kaufen, weil es etwas Gutes macht. Weil eben wir bei Plenty versuchen, irgendwie die Plattform bereitzustellen, aber die Kreativität muss eben, wie du sagst, von den NGOs kommen. Vielen Dank. Ja, ich glaube, dann sind wir alle super gespannt, was da noch alles kommt mit der Plattform. An dieser Stelle einfach vielen herzlichen Dank an euch, dass ihr teilgenommen habt, und natürlich vielen herzlichen Dank an Plenty für die Einladung. Es war toll und ich hoffe, die Diskussion geht weiter mit euch allen beim Apero, und ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn wir sagen, ja, viel Erfolg und alles Gute an Plenty und viel Spaß noch.